Es gibt neues Filament, was ich mir angeschaut habe. Und wenn ihr wissen wollt, ob das gut ist und von welchem Hersteller das kommt, dann bleibt dran. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Und ich habe einiges gedruckt, wie ihr sehen könnt. Nicht alles nur in dem Filament. Wenn ich euch was zeige, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, ah, Moment, ja, Maggie ist ein Nitter PLA, ne? Nein, ist es nicht. Auf welchem Drucker habe ich das gedruckt? Und zwar auf dem Two Trees SP5. Und ich habe mir gedacht, okay, die Jungs haben mir noch ein bisschen Filament mitgeschickt und eine Rolle davon habe ich jetzt einfach mal ausprobiert und habe mir einen Astromech, also ein R2-D2 quasi gedruckt und das nicht nur den Kopf, sondern auch den Körper, angefangen die Plattformen zu drucken und diverse andere Teile, die mir in dem Meta-PLA einfach nicht gefallen haben, weil das Meta-PLA mit den gleichen Einstellungen nämlich mega stringy war und ich muss ganz ehrlich sagen, Wir fangen erstmal an mit dem Support und mit den großen Teilen und bauen die mal auseinander. Ich habe leider Gottes nur weißes Filament bekommen. Ich habe auch hier noch das weiße Filament für die Schule liegen. Das muss ich denen natürlich demnächst auch nochmal vorbeibringen und mal gucken, wenn die Rolle überlebt, dann kriegen sie die auch noch. Aber ich muss bisher sagen, soweit bin ich echt mal erstmal zufrieden. Schauen wir uns erstmal diesen Body an. Ich habe das alles komplett auf dem Mini gedruckt, also auf dem Brucer Mini. Und wollte da natürlich auch einen Vergleich haben zum SP5. Und ihr merkt schon, im Vergleich zum Meta-PLA, wo ich eigentlich zu den Generic-PLA-Settings eigentlich nur die Temperatur angepasst habe, also von 180 Grad, ja, mit Meta-PLA druckt man bei 180 Grad, auf 210 oder 215 Grad, so das Übliche halt. Und ich muss sagen, das sieht schon richtig gut aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das richtig gut. Gut, das Druckbett bei Mini ist halt schon gut, ja, also der Mini macht einen richtig guten Druckjob, muss man einfach so sagen, auch hier der Kopf, wenn man den dann oben drauf setzt, das sieht schon richtig nice aus, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut und für all das hier, plus das, was noch hier drin ist, also diese ganzen Kleinteile hier, die ich noch gedruckt habe, wo ich jede Menge von diesen Rollen hier gedruckt habe und hier die Einlässe für die Sache, hier für diese Löcher hier an der Seite, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Loch ist, aber das müssen wir noch mal gucken. Das passt erstens und zum anderen ist das alles wirklich wunderschön rausgekommen. Da gibt es nichts dran zu meckern, außer dass hier vielleicht, weil ich ein bisschen, naja, nicht drauf geachtet habe, halt hier nochmal, wie heißt das, die Naht entsprechend dran ist. Da muss ich natürlich nochmal ein bisschen vielleicht mit dem Schleifpapier drüber gehen. Aber ansonsten sind die Rollen hier alle super duper. Ich muss jetzt nur natürlich mal gucken, dass ich endlich mal hinmache, dass wir das ganze Ding mal zusammensetzen können, weil da bastel ich schon ewig dran. Aber an sich muss ich sagen, Elegoo PLA und Two Trees sieht schon mal recht gut aus. Es gefällt mir ganz gut. Es gibt das Two Trees PLA in mehr Farben. Also beim Elegoo PLA gibt es ja nur so ein paar Grundfarben. Beim Two Trees PLA gibt es noch mal ein paar Farben mehr. Das Weiß ist jetzt, wie man sehen kann, schon relativ gelblich. Also ist, naja, nicht wirklich ein schönes Weiß, aber es tut seinen Zweck. Da ich den R2-D2 hier wahrscheinlich am Schluss sowieso lackiere, spielt das erstmal keine Rolle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Generic Settings, so wie ich es jetzt hier gedruckt habe, druckt sich das Material echt Bombe. Also ich habe die eine Rolle draufgeschmissen und habe direkt angefangen zu drucken, ohne großartig irgendwie danach zu gucken. Und die Ergebnisse, ich blende euch ein bisschen B-Roll ein, sind einfach phänomenal, wie ich finde. Dafür, dass ich da nichts dran rumgestellt habe und so, muss ich sagen, gefällt mir das richtig, richtig gut. Und das kann sich echt sehen lassen. Und da muss ich auch sagen, Two Trees, habt ihr echt einen guten Job gemacht. Ansonsten, Entfernung von Support. Ja, ich habe jetzt hier gerade die Supportstützen quasi weggerippt. Also bis auf die hier jetzt gerade. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, beim Meta-PLA hatte ich ein bisschen eine härtere Zeit, weil das Meta-PLA sich ein bisschen mehr, naja, zieht wie Gummi. Und das hier lässt sich wirklich einfach, das ist ein bisschen spröder, muss man ganz ehrlich sagen, lässt sich einfach der Support gut entfernen, ja. Da habe ich bis jetzt keine großartigen Probleme gehabt. Ihr merkt, ich muss nicht wirklich viel Kraft aufwenden, um das Ganze wegzumachen. Gefällt mir schon mal ganz gut. Die Farbe, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig, finde ich jetzt nicht gerade ein schönes Weiß, aber kann man drüber hinwegsehen, wenn man später sagt, okay, man, wie heißt es, lackiert das Ganze sowieso. Was ich mir noch wünschen würde, wären natürlich so ein paar fancy Farben, dass man nicht nur die Grundfarben hat, sondern natürlich auch mal so ein bisschen Glitzerfarben und, naja, vielleicht noch ein bisschen, was weiß ich, mit Dual Color oder sowas in der Richtung, dass man ein bisschen mehr Auswahl hat, weil wenn das Material schon gut ist, dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man da noch mal ein bisschen mehr Auswahl hat, sage ich einfach mal. Ansonsten versuchen wir jetzt einfach mal diesen R2-D2 schon mal ein bisschen soweit fertig zu machen, dass wir den aufbauen können. Und ihr seht hier, der Support, den zu entfernen, das geht
ruckzuck. Und bevor ihr jetzt sagt, ey Maggie, du hast beim letzten Mal das PLA schon empfohlen und ich habe das gekauft und da war dann irgendwas in der Produktion schief. Ja, das kann immer mal passieren. Da steckt man nicht drin. Ich kann nur von dem berichten, was ich immer da habe. Ich habe selbst 10 Kilo PLA von Elego gekauft. Ganz regulär, ohne dass ich irgendwie da jetzt irgendwie eine Sponsorship oder sowas bekommen habe. Das Material hat man mir mit reingepackt und ich habe damit nicht gerechnet, aber ich habe gedacht, okay, komm, test es dann mal aus. Ich habe schon gedacht, als ich die Rolle gesehen habe, so, naja, was soll das werden? Sollst du das wirklich in die Schule geben? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, kann man in die Schule geben. Es ist mit Sicherheit nicht schlecht und für ein PLA ist das durchaus, würde ich sagen, eine gute Qualität. Das, was ich bis jetzt hier testen konnte, es kann natürlich sein, dass ihr da draußen immer mal wieder eine Rolle bekommt, die dann nicht ganz funktioniert. Aber wenn sowas ist, dann immer bitte dem Hersteller anschreiben und dem sagen, hey, pass auf, das funktioniert so nicht, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und wenn die nicht reagieren, dann muss man das halt auch transparent kommunizieren, so wie ich es jetzt hier mache. Bei Elegoo war es nämlich bei dem einen oder anderen so, dass der Anfang von der Rolle fast 2 mm dick war. Und da sage ich, okay, Elegoo, da müsst ihr definitiv nochmal ran. Da bin ich auch nicht, da scheue ich auch nicht davor ab, dass ich entsprechend dann mich ein bisschen unbeliebt mache bei Elegoo, aber das darf einfach nicht sein. Also wenn das Filament am Anfang einen Durchmesser von 2 mm hat und so nach 2 Metern erst anfängt, wieder auf 1,75 zurückzugehen, dann stimmt da was im Aufwickelprozess am Ende nicht oder am Anfang nicht, ja? Also eher am Ende, weil es ist ja das letzte Stück, was aufgerollt wird, dass da vielleicht irgendwie nochmal die Geschwindigkeit zu sehr runtergedrosselt wird, um das Ganze aufzuwickeln und dann das Material dicker wird, das darf aber nicht passieren. Ganz offen und ehrlich gesagt, sowas darf nicht passieren. Ich kann aber, wie gesagt, immer nur von dem ausgehen, was ich entsprechend zum Testen bekomme und das teile ich euch einfach mit. Genauso wie ich jetzt davon eine Rolle getestet habe, ich werde danach nochmal die Rolle hier testen, um auf Nummer sicher zu gehen und die bekommt die Schule und von der Schule werde ich auch nochmal Feedback einholen. Das heißt also, bleibt auf dem Laufenden, abonniert den Kanal, denn da werde ich natürlich auch nochmal mitteilen, wie das Ganze dann sich auf den anderen Rollen entsprechend verhalten hat. Das kann ich jetzt natürlich jetzt, ich habe es 2-3 Tage lang das Material komplett durchgetestet und durchgedruckt und fast ein Kilo für das Ganze hier verdruckt und mehr kann ich jetzt erstmal für das Video nicht machen. Das kann natürlich bei euch sein, okay, dass die Qualität immer mal wieder schwankt. Wir wissen es, Material, was aus China kommt, kann immer gewissen Materialschwankungen unterliegen. In Deutschland oder bei bestimmten Herstellern wie KVP oder 3D Fuel wissen wir, die haben entsprechende Fertigungsprozesse. Da wird dann wirklich auch während der Produktion an mehreren Stellen geprüft, ob das Ganze dann auch wirklich hundertprozentig dem Durchmesser entspricht, ob das Ganze dann auch rund und nicht oval ist und solche Spielereien. Das ist natürlich auch ganz wichtig und da kommt dann auch natürlich der Preis her. Und natürlich spielt da auch rein, welche Zusammensetzung die Materialien haben. Ist das jetzt günstig produziert, wie das von Elegoo? Da weiß man halt nicht unbedingt alles, was da jetzt vielleicht noch an Zusätzen drin sind, damit man es so günstig runterdrücken kann oder sind vielleicht die Lohnkosten runtergedrückt worden. Statt dass es hier in Europa gewisse Standards gibt, die man einhalten muss und natürlich auch entsprechend hier die Arbeitsplätze damit ein bisschen sichert und auch einen gewissen Lohn für die Mitarbeiter dann sichert. Das sind natürlich Unterschiede, da muss man sich überlegen, ist es einem eher wert, dass man mehr Geld für ein Filament ausgibt und dafür halt dann auch wirklich hohe Qualität bekommt und auch weiß, was drin ist und weiß, dass damit europäische Arbeitsplätze gesichert werden. Oder ist es zum Prototyping oder mal gerade für schnell eine Figur zu drucken, okay, dass man das Ganze entsprechend baut, dass man sich auf ein günstiges Material verlässt und damit was druckt, das liegt natürlich in eurem Ermessen, das kann ich nicht selber für euch entscheiden. Ich kann nur sagen, okay, das, was ich bis jetzt getestet habe, ist wirklich einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern. Wie gesagt, ich sage auch immer bei dem Meta-PLA, wenn jetzt hier so ein Stringing drin ist, ja, hier sowas da in der Richtung, sowas Ekliges, ja, das kommt bei mir jetzt in die Tonne, weil ich sage, ich mache mir jetzt nicht die Mühe, da den Support abzukratzen bei dem kleinen Teil hier. Das wird eh nicht, weil ich weiß, dass es hängt so fest zusammen, dass ich es hier nicht richtig abkriege. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann immer mein Fehler, weil ich da halt die Settings nicht richtig eingestellt habe, weil ich da vielleicht nochmal ein bisschen was gegen das Stringing tun kann. Oder wo ist das andere Teil, was ich eben gezeigt habe? Hier das. Das ist so prädestiniert, wie hier die ganzen Fusseln da raushängen. Klar, da kann ich nochmal hier versuchen, den Support abzumachen, aber ihr merkt schon, beim Meta-PLA, auch wenn ich das mag, das Material, geht der Tree-Support deutlich schwerer ab. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das hier lieber, weil da geht das viel einfacher. Wo habe ich noch ein Teil mit Support? Wo habe ich noch ein Teil mit Support? Da. Da habe ich noch ein ganz kleines Teil mit Support. Geht wirklich gut ab. Heißt aber auch, dass es mehr spröde ist und nicht so zäh ist wie das Meta-PLA. Von daher ist das immer so eine Geschmackssache, wie man damit umgeht.
Ihr müsst es halt einfach austesten. Ich zeige euch das Material, damit ihr wisst, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe. Und dann müsst ihr es natürlich selbst testen. Fangt erstmal mit einer Rolle an und wenn ihr sagt, okay, das passt, dann könnt ihr natürlich eine größere Menge bestellen. Two Trees bietet auch hierfür bestimmte Mengendeals an. Das heißt also, wenn man sich 5 Rollen oder 10 Rollen bestellt, oder ich denke mal auch, wenn ihr sagt, okay, wir schreiben denen und ihr wollt noch mehr haben, dass ihr dann vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen könnt. Keine Ahnung, das müsst ihr mal probieren. Dann muss ich sagen, lohnt sich das vielleicht mit der Zeit für euch, wenn ihr sagt, okay, ihr habt euer Lieblingsmaterial gefunden. Mein persönliches Lieblingsmaterial, ich weiß, das wird jetzt Two Trees gar nicht gefallen, aber mein persönliches Lieblingsmaterial ist immer noch Freedom Fuels. Ganz einfach, weil ich weiß, das schmeiße ich drauf, das Easy Print PLA, das schmeiße ich drauf, egal auf welchem Drucker, und ich habe die Settings mit dem Generic PLA direkt eingestellt. Das läuft wie Bolle und das ist auch das Feedback, was ich von euch bekomme, wo die Leute sagen, sie haben kein Problem damit. Das Einzige, was ich an Freedom Fuels entsprechend kritisiere, ist, dass das Winding, also dass das die Wicklung von dem Filament noch nicht so perfekt ist, wie jetzt vielleicht bei dem Material hier. Da ist es wirklich sehr gut gewesen mal wieder. Aber das ist alles Einstellungssache. Das Material in erster Linie ist sehr gut und kann ich sagen, habe ich kein Problem mit gehabt. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert bitte den Kanal. Bis dahin, Hoddle the Line, Happy Printing und ciao.